Oh yeah, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Witch Constructor Portal, ich muss erstmal erklären, tut mir leid, dass es so lange her ist, seit ich das hier aufgenommen habe, aber es war privat genügend los. Und warum wir hier schon so viel vorgebaut haben, ich glaube, das waren 12 Minuten, die ich gerade gebaut habe, das hat damit zu tun, ich habe gedacht, die Aufnahme würde aufnehmen, habe zum Glück noch in OBS gesehen, dass die Aufnahme nicht aufgenommen hat. Dadurch habe ich nur 12 Minuten meines Lebens verschwendet in Aufnahme, aber wir können weitermachen. Und ich im normalen Modus habe ich es jetzt schon geschafft, dass die Map funktioniert. Jetzt geht es nur noch darum, den Konvoi zu schaffen. Also wenigstens etwas könnt ihr noch sehen. Oh, das ist so ärgerlich, wenn das passiert, Mann. Das will man gar nicht, dass das so passiert. Oh, man sieht hier auf jeden Fall, dass hier ein interessantes Konstrukt. Hier waren die immer so. Dazwischen. Alter, der fliegt ja von selber dadurch. What the? Jetzt will ich noch mal wissen, warum ist der rote... Ich habe ja ein bisschen jetzt stabiler gebaut, dadurch sind jetzt die Winkel und so anders. Fährt ja fast schon von selber dadurch. Ja, okay, bisschen, ja. Ergibt Sinn. Jetzt kann ich auch den Konvoi-Modus aktivieren. Es ist jetzt relativ egal, denke ich mal. Könnt ihr gleich die Mega-Action hier sehen. Mann, vor allen Dingen sind die vollständig zusammen, die Wagen. Okay. Ein bisschen chaotisch an manchen Stellen. Wenn ihr keine Tore fahren. Fahr du nach hinten. Nimm neue Speed. Nimm nur neue Speed, Mann! Das gibt's doch wohl nicht. Warum? Jetzt muss ich mir das echt nochmal angucken im Konvoi-Modus. Warum die jeweils im Winkel so? Das heißt da unten. Das heißt, da ist irgendwas komisch. Die schaffen so schon fast den Winkel. Brauchen das ja schon fast gar nicht. Das ist für sie nur störend. Wenn ich das so sehe. Die fahren da eh ganz leicht drüber. Und so soll es dann auch eher sein, ne? So hier so und dann halt nur zur Unterstützung. Genau. Ja, wunderbar. So soll es sein. Da fahren sie ein bisschen aufeinander. Der eine will dann immer wegspringen, aber ist halt selber schuld. Und jetzt haben wir es. Gut. Haben wir jetzt in 3 Minuten die Map geschafft, obwohl das, glaube ich, 15 Minuten gebraucht hat. Ja, die Maps brauchen schon verdammt, verdammt lange. Ah, wenigstens habe ich das noch aufnehmen können. Ey, das wäre so ärgerlich gewesen. Errungenschaft freigeschaltet. 3. Anfänger. Was sind das? Anfänger? Ich komme mir vor, als würden wir voll krass sein. Yeah. Radio Time. Oh yeah. Großartige Arbeit. Wenn er Einsatz verleihen, wird ihr mit Stolz das Aperture Science Prädikat. Nicht länger total unwichtige Person. Ich kann nicht dazu sehen. Und das ist ja der Endsong vom ersten. Du bist hiermit nicht nur qualifiziert, die Verantwortung für zahlreiche Kaffeetransportaufgaben zu übernehmen, sondern auch weitere Tests über dich ergehen zu lassen. Über mich? Ich baue doch nur die Testdinger. Ich mache keine Testdinger. Zurückspulen. Was? Also, im Normalfall geht's da runter, ne? Das heißt, wir sind dazu verdonnert, hier zu arbeiten. So. So, das soll da rüberziehen. Dann können wir hier auch eine Stütze hinbauen. So, dann geht es nur noch darum, das da auch stabil zu machen. Ah, das sollte damit geregelt sein. Was? Alter, Scheiße! Okay. Das habe ich jetzt nicht so kommen sehen. Und dann BUM! Und du denkst dir nur so, was?
Dann ist halt die Frage, wohin? Und da nach hinten durch bringt's ja nicht. Ach du heilige Scheiße. Aber mit was für einer Wucht? Und du guckst nur und denkst dir nur so, ja, ist alles normal und dann BOOM! Und dann denkst du so, okay, ist doch vielleicht nicht alles so normal, wie ich es kenne. Oh, jetzt ist er natürlich hier instabil. Warum ist das bitte schön solchen Dings? Warte, Moment mal. Das muss ich auch noch irgendwo hinbringen. Das muss da rüber. Das muss da runterflutzen. Sehe ich gerade. Scheiße. Scheiße, was, ne? Mach ich es am besten so? Ja, fast. So. Oje, Mene. Ich sehe da schon die Probleme aufkommen. Ja, warum soll das nicht gehen? Was ist das für eine unfaire Sache? So. So machen wir das. Und dann natürlich so. Muss ich nur das Dings da? Okay, das ist schon mal offen. Gut, jetzt geht's nur noch darum, den Rest zu schaffen. Das heißt, hier den Winkel anzupassen. Wenn es, glaube ich, einfach zu hoch geht, einfach danach. So, jetzt heißt es nur noch, das typische Grundprinzip zu bauen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das sollte eigentlich mehr als gut gehen. Machen wir einfach so. Sollte an sich dadurch schon ausreichen. Wenn natürlich alles stabil bleibt. Und da nicht da hinten durchfällt. Das sind so ein paar Sachen, die relative Probleme bereiten könnten. Wie zum Beispiel, dass das da hier nicht gedingst worden ist. Und dass das da hier wahrscheinlich zusammenbrechen wird. So wie ich das gerade sehe. Das kann ruhig so sein. Dann kann ich nämlich von oben solche Stützstrebe noch mit dazu machen. Vielleicht ist das dazu abgelastet, oder? Je, Mini. Das dann muss noch mitgedingst werden. Oh je, Mini. Das ist richtig hart am Belasten.
Also nicht mehr so extrem. Muss auch geguckt werden, dass das so schnell wie möglich durchfahren kann. Für die nächsten Stufen. Das Problem dabei wird eher sein, dass es perfekt sein wird. Was soll ich da machen? What the fuck? Wie soll man das mit... Oh nein, das wollen die von einem. Verstehe ich das jetzt richtig? Die wollen von einem, dass man am Anfang ja solch eine Art von Linie macht. Und danach so etwas. Ich glaube, das wollen die von einem. Sieht gerade sehr danach aus. Das ist ein Ziel, welches sehr interessant ist. Das heißt jetzt nur noch nach dem richtigen Winkel suchen. Bin ich da zu hoch? Bin ich da zu niedrig? Bin da zu hoch? Ach, das ist das Problem. Okay. Gut, wenn es nur das ist. Dann haben wir das jetzt gelöst. Dann müssen wir auch hier den richtigen Winkel. Ein bisschen steiler. Das ist, glaube ich, schon zu steil, aber das wird man sehen. Ja, das mit dem Winkel wird so eine Sache. Das sehe ich jetzt schon. Baue ich lieber hier. Es muss ja nur kurz einmal angelegt werden. Es muss ja noch nicht mal mehr sein. Ein bisschen steiler. Klar bist du steiler. Das ist schon ein klar bisschen steiler. Das müsste funktionieren. Müssen das noch stabilisieren? So eine Scheiße. Oh Mann. Müssen das echt noch stabilisieren? Gegen Ende. Ich weiß gar nicht, das ist aber auch zu ne? Na, ist egal, wie der ankommt. Unsere. Na, ist nicht so egal, wie der ankommt. Da hinten haben wir Probleme, wenn das egal ist. Oh nee. Mal, können wir das so bauen? Ich sagen, darauf. Getrost. Darauf können wir getrost dann scheißen. Ja, stabil genug. Was ist da jetzt passiert? Das muss ich jetzt genauer beobachten. Was haben wir da denn? Es bewegt sich zu sehr. Es bewegt sich verdammt nochmal zu sehr. Gut, das sollte damit mit der zu argen Bewegung hier, glaube ich, damit weg sein. Hoffe ich mal. Warum? Warum tust du mir das an? So. Da unten findet ihr dann eure Männer, aber ist mir egal. Noch nicht mal. Warum das denn jetzt? Warum das denn jetzt?
Wieso das denn jetzt? Komm, komm von da. Wir machen so. Na gut, der kann ja mehrere Versuche probieren. Das halt klappt. Genau. Gut, da oben kriegen wir alles hin. Mehr oder weniger. Nur noch, dass wir hier stabil genug bauen. Jetzt bekommt halt nur seine Stützstreben hier hin. Okay. Da wir hier damit ein Problem haben, warum nicht noch mehr Stützstreben, die viel mehr verbunden sind mit allem anderen. Genau an dieser Knackstelle. Das sollte es ein bisschen ausgleichen. Da oben kümmere ich mich nicht drum. Das sollte ja alles kein Problem sein. Was passiert denn da? What the fuck? Ich will nur einen. Ich will nur einen zum Test haben. Ich will mich mir erst genauer angucken. Du hast viel zu viel Speed. Du hast viel zu viel Speed. Du hast viel zu viel Speed. Kann ich dir das wegnehmen? Kann ich dich dann nochmal verdingsen? Das Problem dabei ist, das kann dadurch immer noch nicht stabil genug sein. Andererseits, je mehr ich es dann nach drüben verlage, desto eher. Das war von niemandem gewollt, aber egal. Das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Jetzt heißt noch gucken. Geht das noch klar? Einmal ja. Ist sogar nicht kaputt gegangen. Ah. So machen wir es dann. Das soll dann, je nach Winkel genau anpassen. Ja. Yeah.